Okay. Cool. Okay. Baut mal bitte einen Kaktus oder versucht mal einen Creeper zu bauen, bitte. Ich hab schon einen Kaktus gemacht. Langweilig. Anstatt Creeper haben wir schon mal gebaut. Nee. Ach, nee? Ich meine. Aber das schon. Dürfen wir nicht nehmen, weil Caro würde dann wieder einen süßen Creeper bauen und mit dem süßen Creeper kann keiner von uns mithalten. Baut mal ein Meerschweinchen mit Krone, Thron und einer Myrrhe. Baut man denn ein Meerschweinchen? Das müsstest du denn halt überlegen. Nein, kein Meerschweinchen. Weihnachtsbaum hatten wir schon. Ich versuch's nochmal. Baut bitte eine Katze. Bilbos Dino ist ja wohl mal mega. Es ist einfach total lustig, wie Jana diesen Kaktus feiert. Eine Katze wäre cool. Eine Katze wäre echt cool. Musikantenstapel! Oh nein, aber das nee. Ist nicht ich wäre immer noch für den Rasenmäher. Ich wäre immer noch für die Katze. Rasenmäher? Katze. Mit einer Katze oben drauf. Ein Komodowa-Wiesel. Katz. Also bauen wir ein Rasenmäher. Katze? Rasenmäher? Rasenmäher. Nein. Oh, Katze ist aber so schwierig. Aber ein Rasenmäher. Also ist Bibo auf den Rasenmäher. Hat so viel Rundung. Aber ein Rasenmäher. Wie willst du den bauen? Willst du auch einen Rasenmäher, Bibo? Dann müssen wir aber noch die Frage klären, ob es ein motorisierter Draufsitzrasenmäher ist oder so einer. Nein, es ist ein ganz normaler Rasenmäher. Also ein Handrasenmäher. Ein Handrasenmäher. Es ist eine Katze, eine Handkatze. Keine motorisierte. Eine also. Eine motorisierte Handkatze. Machen wir also eine normale, ja. Globalen Handrasenmäher, der motorisiert ist. Ein Katzenrasenmäher. Gut. Ein Aufsitzrasenmäher, auf dem eine Katze sitzt. Nein. Nein, wir machen jetzt einen ganz normalen Handrasenmäher, okay? Okay. So. Hallöchen. Hallo. Und herzlich willkommen, meine Kartoffelchen, zu einer neuen Folge Kartoffelart hier auf meinem wunderbaren Kanal. Mit der Caro, hallo! Moin, moin. Und der... Wo ist Ecki? Ecki! Ah, da ist Ecki. Hallo, Ecki! Und mit der Bilbo. Hallo, Bilbo! Hallo! Und ich komme heute direkt mal zur Abstimmung der letzten Folge. Und zwar hat nicht die Caro gewonnen, wieder erwarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich habe fest damit gerechnet, dass Caro gewonnen hat. Und zwar ist Caro letzter geworden mit 13%. Oh. Auf Platz 2 lagen dann Jana und ich mit 17%. Und auf Platz 1 liegt Bibi mit unfassbaren 52%. Guck mal, ihre Motivation ist richtig zu sehen hier. Ja, ich schlaf gerade. Ich sabber grad. Bilbo, jetzt sei mal ein bisschen Okay, Motivation. Gehen Sie da bitte raus. Okay, alles klar. Weg. Gut. Gehen Sie zu blau. Dieses Mal bauen wir sogar etwas sehr, sehr Schönes. Wir alle sind damit einverstanden zu 100%. Katze. Und zwar bauen wir heute einen Rasenmäher. Einen Nicht-Aufsitzrasenmäher, nein, einen ganz normalen elektrischen, motorisierten, tollen Handrasenmäher. Katze. Handrasenmäher. Aufsitzrasenmäher. Ich falle. Los geht's! Nee, Spaß. Was? Ja, du hast einfach gedrückt und ich bin runtergefallen. Ach so, geht noch gar nicht los. Nein, geht doch noch nicht los. Nein, es geht noch nicht los. Wir setzen uns jetzt alle nochmal in unsere Löcher. Nein. Hallo. Komm nochmal in dein Loch, Caro. Machst du mein Loch auf? Ich komm von unten. Oh Mann! Ey! Es muss ich einfach... Oh, ich muss wieder hochkommen. Oh. Okay, sind wir alle soweit? Das Loch. Okay, dann geht's los. Go. In 3, 2, 1... So, wie baut man am besten einen Handrasenmäher? Fragst du dich jetzt? Das frage ich mich jetzt, ja. Und dann, mache ich hier so klein. Und dann hier voll so. Ich glaube, ich werde schon wieder zu fett. Und dann so. Ich. Ja gut, sagt sie. Na, grundliche Männer. Das weiß ich. Ich mag ja auch ultra dicke Frauen. Ich weiß, gar nicht, mache ich nie. Nein.
Das musst du mir erst mal beweisen. Jetzt, Ecki, jetzt hilf mir doch mal. Dass du auf rundliche Frauen stehst? Ja. Ist doch in Ordnung. Ja. Aber Caro dreht mir wieder alles im Munde um. Das habe ich nie gesagt. Mein Reifen ist zu groß. Meins auch. Aber ich werde nicht fertig. Ach, mal kleiner. Also ich bin gleich fertig. Was? Sei still. Oh Mann, ich glaube, das wird schon wieder so richtig... Das war eine blöde Idee, den Rasenmäher zu nehmen. Du bist schuld. Du bist schuld. Caro hätte gerne eine Katze gebaut, das muss man dazu sagen. Ja, Katze. Niemand findet Katzen toll. Niemand. Du vor allem. Nein. Du liebst Katzen. Nein. Oh. Nein. Er hätte so gern eine. Ja, aber ich darf nicht. Ich würde von mir aus auch 100 nehmen. Aber solange ich zu Hause wohne, brauche ich das nicht. Da brauche ich das gar nicht mit nach Hause zu bringen, hieß es. Da bekommt er die Kuschelinhalten von Mama. Ja. Ja, siehst du. Wo gehört sich das drin? Von Big Mama. So big ist sie gar nicht. Ist auch besser so, dass sie nicht so big ist. Wie weit seid ihr denn? Hey. Das dauert noch ein Momentchen. Das ist alles scheiße. Wie lange haben wir überhaupt noch? Weiß ich nicht. Soll ich mal gucken? Guck mal. 7 Minuten. Okay. Oh je. Ah, das geht echt super. Als Superbauer. Das geht super fit. Super. Hat sie uns gerade Bauern genannt? Ja, ja. Bauern. Ich glaube, meins wird halt kaputt sein. Ich glaube, meins wird richtig nice. Also ich gebe mir da jetzt gerade richtig Mühe. Und bisher sieht es sogar noch richtig gut aus. Ja, das ist zu groß. Da sind aber so viele Details, auf die man achten muss. Überhaupt nicht! Cool! Also ich baue das Ganze ja gerade mit World Edit und ihr so? Ja, ja. Ernst? Arschloch. Nein. Giga Arschloch. Arschloch. Also, das lasse ich erstmal. Oh Gott, wie macht man denn das? Ich bin überfordert. Überfordert? Yeah. So? Ich bin gerade aber auch wirklich hart am Überlegen, am Thinking about it. Ich glaube, so sieht das aber ganz gut aus. So, und dann gibt's hier unten noch so ein anderes Ding. Das kommt dann so hier hin. Und dann so dahin. Perfekt! Und wenn ich das jetzt noch aus etwas hellerem Clay baue, zum Beispiel aus, was ist das hier? Grauem Clay. Dann unterscheidet sich das sogar noch davon. Oh, nice. Ich bin der Rasenmäherbauer schlechthin. Ich sollte bei Husqvarna anfangen oder so. Aquana? Husqvarna? Das ist ein Rasenmäherhersteller. Die werden mich danach erstmal anfragen, so, yo, willst du für uns Rasenmäher bauen? Und dann sage ich zu denen, nee, sorry. Nicht zu diesem Preis. Ich weiß nicht, wie lange es noch ist, aber ich bin gleich wirklich fertig. Aber ich noch gar nicht. Ich bin nicht mal annähernd. Wie mache ich denn das Ding in der Mitte? Bunt, ne? Nur womöglich. Nur womöglich? Das könnte aber auch eckig sein. Würde passen. Mhm. So, das Ding hier passt jetzt auch. Das habe ich auch an. Ich bin fertig. Hi. Hey. Das sind noch 4 Minuten. Okay, toll. Caro, bist du irgendwie ein bisschen schlecht gelaunt oder so? Nee, ich glaube nicht fertig. Natürlich bist du fertig. Ich glaube, sie ist einfach müde. Und müde von außen. Und er wird super toll, glaube ich, Caro. Oh, ein Knopf. Er wird super duper toll. Nein, ich möchte aber nicht. Schade. Hä? Schade. Ja. Na? Bibo ist so ruhig. Ich bin noch konzentriert. Ich glaube, Bibo, ja, ich wollte gerade sagen. Aha. Sie ist halt wirklich noch im Wettkampfmodus. Währenddessen wir schon alle damit abgeschlossen haben, ist Bibo noch im Wettkampfmodus. Nee, so möchte ich das nicht. So möchte ich das nicht. Der muss höher. Was? Da kam gerade ein Schnappi. Jetzt sieht der richtig nice aus, aber ich muss da definitiv eine andere Wolle benutzen. Und zwar eine dunklere. Okay, Jerome, danke. Ja, also ich glaube, ich habe nicht so viele Einzelheiten und Details, aber ich glaube, damit kommt man ganz gut zurecht mit dem, was ich jetzt hier gemacht habe. Also da gehe ich jedenfalls stark von aus. Wie sieht's bei euch aus? Warum steht da Pups hier in meiner Wand? Wahrscheinlich hat er uns Pups. Wahrscheinlich hat Caro das wieder hingeschrieben. Ich mach sowas nicht. Nee, du hast ja auch letztens schon William ist ein Noob hingeschrieben. Noob? Ja, siehst du. Ich hab's jetzt einfach abgebaut. So. Oh. Oh, nein, nicht gemacht. Ich hoffe, das wird alles gut. Nope. Ich hab aber den Reifen.
nochmal genau? Weiß ich nicht, gerade. Guck mal, gerade. Ich guck mal gerade. 1 Minute 29. Ja, das ist so nix. Hast du gerade das... Hä? Wie... Hast du die Reifen als erstes gebaut oder als letztes? Zweites. Okay. Das hier muss noch dann weg. Und hier muss noch ein bisschen davon hin. Und im allerbesten Falle... Bin ich jetzt so weit eigentlich durch? 40 Sekunden noch. Okay, ich bin jetzt definitiv fertig. Also mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ich habe meinen Rasenmäher sogar schon getuned und alles. Oh. Also besser geht's nicht mehr. Wenn ich diese Folge jetzt nicht gewinne, dann frage ich mich echt, wo der Geschmack der Leute geblieben ist. Ich kenne zwar eure Maschinerien noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Karl eine Katze gebaut hat. Oh, Ende, stopp! Ende im Gelände. Das war knapp. Wo wollen wir denn anfangen? Bei dir. Ja dann, TP hier, Karo, die Ecki. Wow. Minecraft, Bibi. Der ist ja voll klein. Wie, der ist ja voll klein. Ja, natürlich hat der Leuchten vorne dran. Ich habe doch gesagt, ich habe ihn ein bisschen getuned. Kein Wunder, dass du so schnell fertig warst. Ich habe aber darauf geachtet, dass überall Gras ist, außer da, wo er schon drüber gefahren ist. Aha. Und er hat sogar einen kleinen Auspuff hinten und den Motorblock und hier dieses Aufziehding. Wo ist das Auffangding? Das braucht man doch nicht, oder? Man braucht doch keinen Korb, also wir mähen immer ohne Korb. Man braucht, wir mähen also, immer mit Korb. Wir mähen immer ohne Korb. Wir auch. Egal. Weil bei uns das direkt gemulcht wird. Ja, und ich finde von vorne sieht es dabei einen anguckt und lächelt. Ja, das war auch der Plan dahinter. Mit deinem Knutschmund. So, gehen wir weiter zum nächsten. Wo sind die hin? Rechts, links? Wo geht die hin? Da. Hier. Wo? Oh. Zu, wessen ist das denn? Das ist Karo. It looks very good. Yeah, find ich. Not headless. Ja. Aber das ist Karo, weil wegen grün. Wo ist denn der nicht fertig? Ach, hier außen. Wow, ja gut, das kann man nochmal vernachlässigen. Fehlt. Und das Aufziehding. Und dieses Motorteil. Oh. Ja, sieht doch gut aus trotzdem. Ich finde, man erkennt auf jeden Fall den Rasenmäher, wenn man da von vorne drauf guckt. Ich wollte eine Katze. Ich wollte eine Katze. Dann beim nächsten Mal vielleicht eine Katze, Karo. Nein, nächstes Mal mache ich nicht mehr mit. Oh, Karo. Oh, das ist Bilbos. Warum weiß das überhaupt jeder? Ja. Weil nur du so viel Schnickschnack da dran machst. Sie hat eine Box. Ja, sie hat echt eine Box. Also gewinnt sie. Perfekt. Nein, sie gewinnt nicht unbedingt. Meiner gewinnt. Nein, ich finde eure beiden eigentlich sehr cool. Die von Karo und Bilbo? Ich auch. Ich von dir und das Bilbo. Von Bibi. Und Karos ist nicht cool. Oh. Doch. Ja. Aber ihr habt halt viele aha. Geteilt und so. Aha. Zu Bird. Okay, lasst uns zu Bird gehen. Oh. Der Hallo? Ist niedlich. Ich finde den süß. Der hat mehr Details als meine. Niedlich, süß. Der hat eine Box. Und er hat eine Karo versteift sich so derbe auf diese Box. Und er hat ein Loch. Lässt du bitte das Loch in Ruhe? Karo, wir sind Karo. Du bist ein Gebäude. Mach den Rasenmäher. Gott. Okay, Freunde, an dieser Stelle blende ich da mal ganz kurz die Abstimmung ein. Und frage auch direkt nochmal, welche Maschinerie findet ihr denn am tollsten? Ecki. Bilbo oder Rocky? Karo. Kann ich entscheiden. Karo? Ja? Welche Maschinerie findest du am tollsten? Bibi. Bibi? Welche findest du am tollsten? Deiner Kugel freundlich. Ich sag mal Rocky. Dann sage ich auch Bibis. Ich glaube, es wird schwierig, sich zu entscheiden. Zwischen euch beiden. Ja, von oben betrachtet, ich weiß nicht. Eigentlich sieht Eckis auch nicht so schlecht aus. Karos ist halt nicht fertig. Das ist halt ein bisschen doof.
Aber trotzdem erkennt man es halt, weil es ist wieder so ein Zwiespalt irgendwie. Ja. Ah! Naja, okay, wir werden sehen, wie sich die Zuschauer entscheiden. Und bis dahin würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge Kartoffelart. Bis in 2 Wochen und viel Spaß beim Abstimmen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss! Tschüss!